kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Daniel Franzen hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Tanken. Da gibt's jetzt den Rabatt. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, hab ich auch gesagt. Aber hey, pass mal auf, Dirk. Ich glaube, ich hab sogar schon einen. Okay, lass hören. Der Tankrabatt kam ja gerade recht. Wie oft fiel bei uns daheim der Spruch: Kinder, Weihnachten fällt dieses Jahr aus. Papa muss tanken. Hui. Schade, den hätte ich auch gern benutzt. Ja. Aber ich glaube, ich habe auch einen. Pass auf. E-Autofahrer müsste man sein. Frag mal, wieso? Wieso? Naja, die tanken nicht, die fahren zur Akupunktur. Wegen Akku. 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 Alles klar. Der hat was. Ja. Aber jetzt habe ich ihn. Achtung, pass mal auf. Wow, 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 warte, ich setz mich. Tanken bleibt ja trotzdem dasselbe. Säulennummer merken, in der Kassenschlange anstellen, umdrehen, nochmal gucken, welche Säulennummer es war und an der Kasse dann sagen, der Weiße da hinten. Ach, Boris, ganz ehrlich? Ja? Ich find den super. Ja, dann nehmen wir doch den. Hochschicken, Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.